Also ich habe mich für den Beruf der Tageszeitungsjournalistin entschieden, weil es eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit ist. Jeder Tag ist anders. Ich weiß fast nie, was mich am Morgen erwartet. Und genau das macht die Arbeit für mich so spannend. Hey Alex. Ich habe jetzt meinen Termin für unsere Mats macht mit Serie. Beim Schäfer. Genau, der Lutz Ritter in Trebin. Dann viel Spaß dabei. Danke. Denk dran, wir brauchen nicht nur geile Fotos, wir brauchen auch einen kleinen Film für online. Okay. Alles klar. Viel Spaß dabei. Danke. Ja. Ciao. Ciao. Wir als Volontäre arbeiten hier in den Redaktionen unter Realbedingungen. Das heißt, wir produzieren täglich Artikel und publizieren diese auch. Wer sich für den Beruf interessiert, sollte auf jeden Fall stressresistent sein und gut unter Druck arbeiten können. Ah, hallo Herr Ritter. Hallo. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist eine ordentliche Portion Neugier, wenn man den Beruf des Journalisten ergreifen will. Man muss kontaktfreudig sein, denn wir wollen ja den Menschen etwas entlocken. Und wir wollen natürlich den Kern dessen abbilden, was sie bewegt. Erzählen Sie mir mal ein bisschen was zu Ihrem Betrieb. Also die Schäferei wurde am 1.7.1992 gegründet. Und nach der Wende hat sich die Situation für uns erstmal verschlechtert, bis sich der ganze Markt wieder geregelt hat. Das Schöne am Volontariat bei der Mats ist für mich, dass man interessante und spannende Menschen kennenlernt, die oft bewegende Schicksale haben. Viele von ihnen erleben die Wendezeit, was ein großer Umbruch für sie war. Und sie haben dementsprechend sehr, sehr viel zu erzählen. Und das ist für uns Journalisten natürlich ein großer Reichtum, weil wir daraus viele Themen und Ideen schöpfen. Geht's an die Arbeit für unser Format Mats macht mit. Wir füttern jetzt die... Wir füttern die Lämmer mit Heu. Lämmer. Genau. Sehr schön. Ja. Wir machen bei der Mats nicht nur Printjournalismus, sondern wir bereiten unsere Artikel auch für die Verwendung im Internet auf. Das heißt, bei den Terminen versuchen wir möglichst viele Fotos zu machen für Bildergalerien. Wir machen aber auch, wenn es die Zeit erlaubt, Video. Also das Besondere an meinem Volontariat bei der Mats ist, dass ich nicht nur interessante Menschen kennenlerne, sondern auch die Unterschiedlichkeit des Landes Brandenburg entdecken kann. Ich war schon in der eher ländlichen Idylle in Bad Belzig eingesetzt, habe aber auch schon eher urbane Strukturen kennengelernt, wie zum Beispiel in Brandenburg an der Havel. Genau diese Gegensätze machen die Arbeit bei der Mats so spannend.